Wenn alle Leute Weinfreaks und so weinpassioniert wären wie wir, dann gäbe es keine Kriege mehr. Riesling ist die Königin der weißen Rebsorten und bringt hier an der Mosel durch sein einzigartiges Terroir Trauben in seiner elegantesten Form hervor. Die Mosel ist nicht nur für seine fruchtsüßen und edelsüßen Weine bekannt, sondern mittlerweile auch für seine trockenen. Nach dem deutschen Weinbaugesetz gibt es unterschiedliche Prädikatsstufen. Diese werden durch den Öxlegrad, dem Verhältnis von Fruchtzucker zu Wasser, in der Traube, beim Lesezeitpunkt, nicht im Wein, bestimmt. Diese heißen mit ansteigendem Öxlegrad Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese und als Sonderkategorie den Eiswein. Viele denken, dass diese Aufteilung etwas über die Qualität des Weines sagt, aber vielmehr beschreibt sie eine bestimmte Stilistik. Ernie Losen ist einer der bekanntesten und sicher auch besten Winzer der Welt. Er und seine Weine steht für die Moselregion wie kaum ein anderer. Schon nach der Übernahme des Betriebes 1987 entschied er sich, die Prädikatsstufen nur für fruchtsüße und edelsüße Weine einzusetzen und bei den trockenen ausschließlich auf die Bezeichnung der Lage Wert zu legen. Guten Morgen, Ernie. Du hast bestes Wetter mitgebracht. Ja, natürlich. Was erwartest du? In den roten Eimer werden die Faulen, die Edelfaulen, reingenommen, ja. Die allerdings noch nicht geschrumpft sind. Also die haben Botrytis bekommen. Botrytis ist dieser edelfaule Pilz. Aber nur bei trockenem, schönen Wetter würden die einschrumpfen. Wenn es aber dann zu nass ist, schrumpfen die natürlich nicht so ein, wie sie sollten. Ne? Trotzdem können wir sie noch nehmen. Und die trockenen bzw. die gesunden Trauben werden extra in den schwarzen Eimer gelesen, weil wir bei den trockenen Weinen einfach kein Botrytis dabei haben wollen. So wird dann einer nach dem anderen abgeschnitten und entsprechend selektioniert. Ist natürlich langsam, geht das, ne? Aber das ist halt wichtig, dieses Jahr sowas zu tun. Super süß, knackige Säure und dann die Schale, die noch relativ dick ist und auch so eine schöne Kraft mit reinbringt. In der Lese haben wir natürlich dann nochmal eine ganz gezielt, können wir dann nochmal die Qualität der Weine beeinflussen, indem wir hier selektiv ernten und uns ganz darauf einstellen, was will ich machen. Ne? Ich sage ja immer, ein großer Wein entsteht im Kopf. Ich möchte keine dicken Weine, Brummer, produzieren. Ich möchte elegante Weine mit großer Komplexität produzieren. Ne? Und ich habe einen privaten Keller von, ich weiß nicht, über 12.000, 15.000 Flaschen. Ne? Und das sind alles große Weine, die elegant sind und gleichzeitig Komplexität haben. Dann sagen wir mal, die Eimer sind jetzt voll, da können wir die mal runter in die Pütten bringen. Sind die zwei. Das siehst du hier die Ausbeute, ne? Ja. Sag mal, zwei Drittel Botrytis Trauben, ein Drittel gesunde Trauben, ne? So, das ist etwa heute der Stand der Dinge, ne? Bei so einem Wetter, ne? So, lass uns mal nach Hause fahren, Fläschchen trinken. Fläschchen trinken? Gott ja, sei Dank. Ja. 10 Uhr? 10 Uhr, Frühshoppen. Jetzt geht's zum Weingut mit dem Ernie. Wir fahren noch ein bisschen durch die Weinberge. Und wie ich Winzer kenne, geht's da immer ziemlich rasant zu mit der Fahrweise. Hübsch hier, du. Das ist ja ein sehr schönes, beeindruckendes Haus. Man sieht es schon, aber wie alt ist denn das? Das ist also 1898, 1900 gebaut worden. Da hat mein Urgroßvater seinerzeit in den 20er Jahren gekauft. Er hatte 5 oder 6 Töchter gehabt und jeder seiner Töchter hatte ein Weingut gekauft. Du, ich sehe hier viele, viele alte, schöne Flaschen. Weißt du, das für mich ist eine Inspiration, große Weine der Welt zu trinken. Ne? Es gibt doch nichts Schöneres, als hier im Kreis zu sitzen, meistens so 17, 18 Leute, genau eine Flasche. Ja. Und die werden bei uns alle blind probiert. Und jeder muss raten. Das ist ein schönes Spiel und dann strengt man sich auch viel mehr an, sich da in so einen Wein reinzusetzen. Ne? Durch das ganze Flaschenangeschaue bin ich durstig geworden. Ja, können wir mal eine Flasche trinken? Ne? Ja, gehen wir mal hoch. Dann ich lass dich mal vor. Ja, genau. Lass dich mal vor. Komm. So stelle ich mir doch ein Weingut an der Mosel vor, was gewachsen ist und eine gewisse Tradition hat. Ja, das sind unsere drei Terroirs, die wir haben. Ne? Wir haben ja
hier in Wehlen von Bernkastel bis nach Zeltingen. Die Lagen sind alle aus dem blauen Schiefer. Dann haben wir vor Uerzig und hinter Uerzig bis Erden löslich, haben wir den roten Schiefer, wo wir auch eben waren. Und dann in Uerzig selber, direkt hinterm Ort, haben wir dieses vulkanische Konglomerat. Ne? Was trinken wir jetzt genau? Also wir trinken jetzt den 2011er Uerzigwarzgarten Riesling trocken. Reserve nennen wir den. Reserve deswegen, weil wir haben angefangen auszuprobieren, weil mein Urgroßvater das schon so gemacht hat, Weine 24 Monate auf der vollen Hefe im Fass zu belassen, unsere Trockenweine. Weil ich denke einfach, mit den trockenen Weinen müssen wir wieder lernen, weil das ist nach dem Krieg ein bisschen verloren gegangen, müssen wir wieder lernen, wie produziere ich große trockene Weine, die die gleiche Haltbarkeit haben wie unsere großen, fruchtigen Spätlesen und Auslesen. Und da auf dem Weg bin ich jetzt wieder. Wird natürlich jetzt, das sind meine Projekte, brauchen immer sehr lange. Ich habe einiges an solchen Projekten. Die Weine von Ernie sind tiefgründig, lebendig und vibrierend. So wie er eben selbst. Er ist jemand, der viel darüber nachgedacht hat, wie seine Weine werden sollen und wie man zu diesem Ziel kommt. Aber du siehst, er ist ein unglaublich eleganter Wein, ne? Sehr viel. Er ist ganz schlank. Ganz schlank. Ganz präzise. Und wenn ich jetzt den knackige Säure für 2011, was er eher warm ist. Ganz fein, aber diese Säure wird irgendwie für mich, wenn durch die Länge, also das haben wir jetzt alles ja erst gelernt, ne? Wird sie kristalliner durch diese längere. Da wird irgendwie fokussierter durch diese längere. Diese Mikrooxidation durch Fass scheint mir diese Säure mehr zu kanalisieren, zu präzisieren. Ne? Ich habe hier eine Tradition aufgegriffen und will aber jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren lernen. Ist da die längere Fasslagerung besser oder ist eine kürzere? Das muss einen treiben, ne? Diese Leidenschaft und natürlich auch die Freude am Trinken, ne? Das ist, also, sonst hat das ja auch keinen Sinn, ne? Oder so, ne? Und nur wenn man viel getrunken hat, ne? Dann hat man auch wieder viel erfahren, viel große Weine trinken, dann komme ich wieder mein Ziel etwas näher, ne? In einer der berühmtesten Lagen der Mosel, der Wehlener Sonnenuhr, treffe ich Katharina Brümm. Sie erklärt mir dort die Einzelstockpfahlerziehung der Reben. Einen schönen guten Morgen. Ich habe, glaube ich, ganz gutes Wetter mitgebracht. Super, zumindest bist du sehr trocken, froh? Da bin ich schon mal sehr froh. Sehr schön. Ja, was schauen wir uns an? Was wir eigentlich jetzt noch nicht machen um diese Jahreszeit. Mhm. Aber wir wollen euch mal zeigen, der Rebschnitt an der Mosel traditionell gemacht wird, Einzelfallerziehung. Wir machen es deshalb jetzt noch nicht, weil man sieht hier, die Blätter sind noch dran. Ja. Und in den Blättern sind ja noch Reservestoffe. Und die wandern eben ins Holz zurück, bevor sie abfallen. Und diese Kraft, die ist einfach wichtig für das neue Jahr. Gut, dann wollen wir den Rebschnitt zeigen. Aber dafür müsste ich vor den Stock, in allen Augen, die jetzt hier sind, die man hier sieht, wächst ein neuer Trieb. Wenn man jetzt nicht zurückschneidet, hat man keine große Qualität. Und das heißt, der Ertrag würde sehr groß werden und die Qualität würde nach unten gehen. Und deswegen muss jedes Jahr die Rebe zurückgeschnitten werden, nennt man das. Das heißt, ich schneide zuerst das zweijährige Holz weg. So, dann habe ich ihn noch zwei Reben übrig. So, damit die Rebe gut steht, einmal macht man unten, anbinden, zwei, dreimal rumziehen. Und fertig. Ja. Jetzt muss er noch der nächste Schritt kommen, und zwar das Biegen. So. Oh Gott. Und dann muss dass man es kein Wein gibt nächstes Jahr. Das letzte Stück muss ein bisschen krachen, macht nichts. Dann kann man ein bisschen dahinter und dahinter stecken und da kann man hier gut anbinden. Ja? Das braucht ja ewig pro Stock. Und wenn ihr da so viele Stöcke im Weinberg stehen habt, wie lange braucht man dann? 6.000 bis 7.000 Stöcke. Da braucht man ca. 300 Stunden, ja, wenn man das alleine schneidet. Wahnsinn. Ihr habt ja jetzt so hart gearbeitet. Haben wir was verdient? Habt ihr was verdient? Wir haben hier ein 2011er Wehlener Sonnenkabinett. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl. Und was zeichnet den Boden jetzt hier an der Mosel so besonders aus, aber auch gerade hier in der Wehlener Sonnenuhr? Ich würde jetzt gerne mit dir noch ein paar Schritte laufen, dann zeige ich dir eine Stelle, da sieht man so ein bisschen die Bodenstruktur. Toll. So, das ist jetzt der Schiefer hier und dann alles so kleine Schichten, wie so Blätterteig. Kann ich dir das mal zeigen? Das sind die einzelnen Schichten und man sieht eben diese Ablagerung, das ist 300.000, 400.000 Jahre alt, die aus dem Devon. Das war alles hier mal ein Meer. Es ist Fels, aber der ist ganz porös. Man kann das hier alles rausziehen. Und die Wurzeln können eben auch in diese tiefen Schichten gehen. Man sieht hier überall auch so kleine, zum Beispiel hier, kleine Wurzeln, die im Fels
irgendwie einen Weg finden, kleine Lücken finden und da in die Tiefe gehen. Und so muss man sich einfach den ganzen Hang hier vorstellen. Und das ist das, worauf die Reben gründen. Und wie wirkt sich dann der Boden auf den Wein aus? Die Art des Bodens schmeckt man im Wein. Hier Wilner Sonne, nur grauer Devonschieferboden. In Uerzig hat man eben dieses Vulkangestein mit drin. Würzgarten, das heißt die Lage aus einem guten Grund. Der schmeckt würziger zum Beispiel. Und das ist was, was die Riesling-Traube ganz toll zum Ausdruck bringen kann. Die ist eben sehr sensibel, was den Boden betrifft. Und die kann auch kleine Unterschiede wie ein bisschen andere Hangneigung oder andere Struktur des Bodens zum Ausdruck bringen. Und genauso eben auch diese verschiedenen Witterungsbedingungen. Deshalb schmeckt auch jeder Jahrgang ein bisschen anders. Jede Flasche Wein hat auch eine Geschichte, und immer wieder jedes Jahr was anderes zu haben und mit der Natur zu arbeiten, ist einfach eine unheimlich schöne Aufgabe. Ich bin jetzt runter nach Zeltingen gefahren. Zeltingen ist eine kleine Gemeinde, ein bisschen verschlafen, wenige Menschen auf der Straße, ein Weingut nach dem anderen, so wirkt es. Und wenn es kein Weingut ist, dann kann man dort schlafen. Hier soll es ganz großartige regionale Küche geben, und ich treibe mich jetzt hier so ein bisschen durch die Gassen rum und guck mal, was ich hier so finde. Hi. Hallo. Ha. Selber geschossen? Nein. Hier aus der Region von riesigen Jägern. Wir tragen die jetzt in die Küche und dort werden sie weiter behandelt. Aus Hilfe? Wenn nichts zu tun hast, gern. So, jetzt gehen wir. Ja, Wahnsinn, ey. Woher weißt du jetzt, ob das wirklich so top ist? Also gibt es da so gewisse Qualitätskriterien oder so? Wir gehen ja immer davon aus, keine Treibjagd. Ja. Damit wir eine tolle Fleischreife haben. Was ist Treibjagd? Ein Treibjagd ist, wenn das Wild im Prinzip durch den Wald getrieben wird, bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann der Abschuss erfolgt. Wir haben natürlich da den negativen Faktor, die Treibjagd verursacht Stresshormone, und diese Hormone setzen verschiedene Stoffe in den Muskulatur frei, die nicht gut für die Fleischreife sind. Wieso macht man dann heutzutage Treibjagd überhaupt noch? Ist das dann mehr ein Sport oder was ist das? Damit das Wild nicht zu stark populiert, muss man auf eine Treibjagd mal zurückgreifen. Und unsere Trauben, die wollen wir eigentlich selber essen und nicht das Wild. Bist du Metzger oder was ist dein Beruf hier? Bist du der Koch oder? Ich selbst bin gelernter Koch, ja, wie du schon sagst. Und auch der Gastgeber hier im Haus eigentlich. Und was ist so typische regionale Küche? Die regionale Moselküche ist ja eine arme Küche. Man hat wenig Geld gehabt. Und man hat sich dann immer verschiedene Sachen beholfen, wie zum Beispiel ein Kartoffelbrei gemacht, mit Sauerkraut vermischt. Gräves nennt sich das hier. Ein bisschen Speck, ein bisschen angeröstete Zwiebeln dazu. Ein Schluck Wein dazu ist großartig. Und was an dem Mund im Prinzip passiert, ist, dass die Säure vom Wein und die Säure vom Essen sich so ein geiles Battle liefern und das Ganze so richtig schön kracht. Und dass du im Prinzip Wein da hast, Säure da hast und trotzdem so einen unglaublich ultralangen Abgang. Und Markus meinte, ich sollte mir unbedingt noch das Weingut Markus Molitor anschauen von dem Riesling, wo ich gerade getrunken habe. Und da fahren wir jetzt hin. Oh Mann, ey. Das Weingut Markus Molitor, wie schätzt du die Qualitäten so ein? Oder was ist das für ein Weingut für dich? Du wirst das gleich schmecken. Die Weine sind spontan vergoren, die sind natürlich gereift. Einfach etwas Besonderes. Und wie ist das so, wenn man die Winzer, die man so alle dann so vor der Haustür hat, sogar so per Handschlag kennt? Das ist einfach immer ein gutes Gefühl, auch überall hinzukommen und Spitzenwinzer um sich rundherum zu haben hier in der Mittelmoselregion. Zu sehen. Yeah. Was ist für dich die Mosel? Also was zeichnet das Ganze für dich aus? An der Mittelmosel sind halt die meisten Grand Cru-Lagen unmittelbar nebeneinander. Und das ist halt sehr spannend als Winzer, diese Feinheiten halt aus den Weinbergen, aus den Rebstöcken herauszuarbeiten und das halt auch sehr schonend in die Flasche zu bringen.
Kann ich mir noch mal den Raum da hinten angucken? Ja, sehr gerne. Ja, also unsere Moselrieslinge waren vor 100 Jahren die teuersten Weine der Welt. Wir arbeiten dran, die Mosel wieder weltweit dahin zu bringen, wo sie mal war. Und diese Vielfalt unserer Lagen, der einzelnen Grand Cru-Lagen, die Verspieltheit der Riesling-Weine hier in den Schieferböden, das ist einmalig auf der Welt. Danke, dass du dir 5 Minuten genommen hast. Vielen Dank, Willi. Schön, und ich wünsche dir einen schönen Abend mit deinen Leuten und auf bald, ne? Ja, und noch viel Spaß an der Mosel. Danke, ja. Ne? Tschüss, ciao. Viele Weingutsgebäude sind heutzutage immer so super modern und da sind auch die besten Materialien verarbeitet. Hier beim Markus Molitor fühlt man sich fast so ein bisschen zurückversetzt in eine ganz, ganz andere Zeit. Und ich glaube, man lässt den Wein dadurch einen unglaublichen Raum zur Entfaltung und zur Blüte. In der nächsten Folge bin ich bei einer Jagd dabei, um mich im Anschluss beim Hubertusfestmahl mit Wildschwein satt zu fressen.